Beim Blindfußball, das ist ein bisschen anderer Fußball als im Sehnenbereich. Der Blindfußball orientiert sich eher am Futsal, das ist eine spanische Variante des Fußballs, in dem der Ball ziemlich tief gehalten wird. Und tief gehalten ist für die blinden und sehbehinderten Spieler natürlich auch das Wort, das Wichtige. Der Ball muss schwer sein, er muss klingeln, es muss die Möglichkeit bestehen, dass ein Blinder der Ball zugänglich gemacht wird, und das ist natürlich am besten, wenn er sich eher am Boden befindet. Und sie orientieren sich eben zum einen an dem, was sie selber an Orientierungsbewusstsein haben. Die Banden sind ja die Orientierung, und die Guides, die an der Seite oder hinter dem Tor, oder der Torwart ist ja auch ein Guide in dem Sinne, der dient auch zur Orientierung. Und dann noch eins, wenn ich noch dazu sagen darf, das ist dieses Voy, das heißt, ich komme aus dem Spanischen, da orientiert sich der Spieler, sagt, ich möchte den Ball, um dem anderen nicht zu gefährden. Das ist so das wichtigste Wort, das jeder Spieler unbedingt nennen muss, sonst ist es eine Gefahr für die Mitspieler und für ihn selber natürlich auch. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ein Blinder Fußball spielt. Und was ich dazu sagen muss, die Rückmeldung, die ich bekomme, ist natürlich wahnsinnig. Es ist für die Blinden, und da möchte ich alle ermutigen, alle Blinden und Sehbehinderten, es ist die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, sich einen beschränkten Bereich selbstständig zu bewegen. Und das ist so eine Qualität an Sport, würde ich sagen, dass es sich auf jeden Fall rentiert, für alle einfach mal das auszuprobieren und vielleicht zu suchen, jemanden zu suchen, der das weiß, wie das geht, Kontakt aufzunehmen und selber mal zu auszuprobieren.